in der ersten Satzpause zu. Stark gemacht. Auch ein interessanter. Verhältnismäßig viele lange Rückschläge. Das war ran. Und wieder das. Und das war die kurze Variante. Eine gute Länge der Rückschlag von Franziska. Und der Fehlaufschlag. Okay, das ist ein Verlauf, der ist. Am Ende gab es dann da das 2:3. Die internationale Bilanz zwischen Franziska und Falck. Also ich sehe zwei Vergleiche im Jahr 2010, die gewinnt beide. Der auch in diesem Satz. Da muss er jetzt irgendwie versuchen, vom Kopf her erstmal mit zurechtzukommen. Von Falck landet im Netz. Und auch der war natürlich nicht so gut. Gut reagiert. Falck kommt hier noch mal ran, hat hier Glück. Und Mattias Falck. Und das ist dieser Ball, der Satz denn an den Bremer geht. Und das ist genau Saarbrücken im Doppel 3:2. Häufiger mal. Ist auch die Frage, wer sich da durchsetzt. Und häufig. Richter. Gut gemacht. Kann sich hier noch gut strecken, um dann
diagonal mit der Vorhand zu spielen. Bewusst lang an, weil er ja auch weiß, dass er dann gut übernehmen kann. So wie das jetzt gerade Franziska. Das meine ich. Kurz, kurz. Da haben wir das andersrum. Diesen Winkel da so weit parallel nicht hinkriegen würde. Aber ich glaube, entscheidet er sich häufig dann halt für eine Sache, kann rumgehen zum Vorhandschuss, kann auch die Rückhand aus der Mitte spielen. Hier haben wir wieder einen Vorhandschuss. Festspielen kann mit der Vorhand. Und es bleibt auch dabei, dass vor und wieder zurück beim Kurz-Kurz immer in Erwartung eines langen Schupfballs. Da haben wir das gesehen, was hinten steht und er genügend Zeit hat. Ball, den wir noch gar nicht gesehen haben. Wenn es nur bis 3 geht. Die können ja auch beide auf 1 aufgestellt sein. Also, es ist jetzt für keinen der beiden ein absoluter Pflichtsieg. Der Gegenspin von Franz spielt aus dem Vorhandbereich nach wie vor recht viel diagonal. Gut. Jetzt direkt geflippt. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass der hat das jetzt Matchbälle. Und den ersten nutzt er direkt. Und er freut sich auch.